einer weiteren Folge Odyssey im Auftrag des Königs. Ja, es ist dunkle Nacht. Mein Lichtzauber, der ist jetzt weg. Dafür habe ich dieses Feuerstöckchen angemacht. Und jetzt wollen wir mal hier mal ganz kurz gucken, was hier in dieser kleinen seitlichen Höhle zu finden ist. Das war wohl eher so ein Zufluchtsort für die Gobbos. Zwei gebratene Fleiße und mehr nicht. Das ist fleißig gesammelt. Yeah, ich grüße euch natürlich auch wieder hier an dieser Stelle. Und schauen wir mal. Wir müssen ja noch ein paar Flammenzungen ziehen bei den Feuerwaranen, die meines Erachtens irgendwo hier links oben sein müssen. Dummerweise ist es hier wieder so schrecklich dunkel in diesem dunklen Wald. Boah. Aber das macht ja die Atmosphäre ja auch schließlich aus. Und meine Orientierung ist natürlich hier wieder absolut daneben. Aber es gibt einen Punkt, wo ich mir das gemerkt habe, wo das eventuell sein könnte mit den Varanen. Und zwar müsste ich da wieder an diesem Felsen kommen, der wo da so ist. Der wo da so einen Weg hat nach oben. So, aha, hier sind ja die ersten Pilze gewesen. Oh. Hier sind die Glühwürmchen. Hier ist der Felsen, wo es, glaube ich, ja, hier ging es so links hoch. Da waren wir ja. Irrungen und Wirrungen im dunklen Wald hier. Ich musste mal wieder zurückgehen, weil ich habe offscreen hier wirklich total mich völlig verirrt. War dann wieder zurück in diesem Butlerlager. Und da ist ja so eine Unterführung, da wo ich ja durchgegangen bin, also was so aussah wie eine Höhle. Und hier bin ich jetzt an eine Stelle angekommen bei so Pilzen hier. Und hier waren noch Butlerfleische und Schnäbelkraut. Aha. Und hier war ich noch gar nicht, weil ich habe die ganze Zeit hier in dem Tagebucheintrag geguckt und mich gewundert, wo denn Oger am Steinkreis sein sollten. Die habe ich noch gar nicht gefunden. Die habe ich aber, glaube ich, jetzt gefunden, weil beim Steinkreis immer hier irgendwie so ein bisschen... da hinten ist es heller. Oha. Das könnte richtig sein. Es könnte richtig sein. Ich weiß es nur nicht. So, also da hinten sehe ich auf alle Fälle schon mal einen Feldräuber. Zwei Feldräubertjes, die auch jetzt lustigerweise mal nicht von uns... Ja, okay, mach mal. Ich will meine Fackel nicht fallen lassen, ist mir zu dunkel. So. Schon wieder so ein Mist. Ja, mach mal, genau, danke dir. Oder hier ist gar kein Steinkreis, ich weiß es nicht. Ach, da hinten ist. Oh, wei, oh, wei, ja. Mal gucken, was hier sich im Nebel befindet. Oh, hell. Also im Nebel befindet sich nichts weiter als Dampf. Und man kann schlecht gucken. Alter Schwede, hier waren wir noch nicht. Abspeichern. Ah, jetzt haben wir natürlich hier so ein blödes Wurzelwerk, welches uns die Sicht versperrt. Oh, ich glaube, hier war was. Ach du liebes Bisschen, hier sind ja jede Menge. Sehe ich das richtig, was hier sind? Snabbe, genau richtig. Welträuber. Steinkreis, hier noch nichts zu sehen. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, gehen wir mal ein bisschen ran. Okay, da ist schon mal ein Schnäpperchen. Ach, den wird von Dandolo mal ganz einfach weggesnappert. Okay, kann man ein bisschen was... Das ist ja echt ulkig. Ja, da hinten ist noch ein Feldräuber. Ja, ich weiß, Dandolo, du machst das. Okay. Ich muss mich konzentrieren beim Scouten hier. Okay, da ist noch ein Snapperchen. Da würde ich mal, glaube ich, zusehen, dass der Dandolo das alles schön macht. Okay, jetzt bin ich gespannt, was hier in der Ecke ist. So, hier hinten ist mein Feuer. Das habe ich mal so als Wegepunkt da mal markiert. Mal gucken, ob es noch hier irgendwas gibt. Nee, komm, wir jumpen mal eben kurz hin, holen das Feuer. Wir müssen ja den Zuschauer auch ein bisschen hier Feuerio bieten. Okay, also gehen wir mal hier entlang.
So, was ist denn das hier für ein Gewächs? Das sieht wieder so nach Sackgasse aus. Und ich sehe hier auch keine Möglichkeit, weiter hochzukommen. Denn da, wo diese Feuerwarane noch waren, die ich von unten gesehen habe, bin ich gar nicht hochgekommen. Okay, gibt es, glaube ich, wieder ein paar Snapper oder liegen die noch so tot herum? Ach, das waren die Toten, jawohl. Aha. Okay, sind wir jetzt... Also, hier ist ein dicken Felsen in der Mitte und hier geht's nochmal... Geht das jetzt einmal rum oder wie? Oh, ich habe keine Ahnung, was uns hier noch erwartet. Das ist ja auch viel zu gruselig hier. Ich dachte, es kommt noch Oger. Ich dachte, es kommt ein Steinkreis. Okay, das sieht nach Kreis aus, aber nur um den Fels rum. Na, da sind die anderen Pilze. Also war es das hier auch wieder nicht. Hier gibt es keine Oger. Ja, dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als zu überlegen, mit Dandolo zu beraten, was wir da machen. Da melde ich mich wieder. So, jetzt warte bitte auf mich. Warte auf mich. Ich gehe. Ja, gut. Und zwar zum Kloster. Warte auf mich im Kloster. Na gut. Richtig. Geh mal. Das ist ein langer Weg, ich weiß. Aber ich werde mich da selber hinbeamen. Wo sind wir denn hier? Ritualwald, Norden, Licht. Ach so, habe ich noch auf Licht geschaltet. Wo ist es denn da? So, und die Klosterrune dürfte diese sein. Ne, Pascorinas. Kloster, da ist er. Ach ja, Kloster. Dandolo ist noch nicht da. Gut. Okay, dann wird das bestimmt noch sein. Oh, bevor ich die Tür aufmache, mache ich mal einen Speicherplatz. Ja, irgendwer hat mir einen schönen Kommentar geschrieben, und zwar, ich sollte doch noch mal in mein Tagebuch gucken, und zwar was die Xardas Tagebücher angehen, hier, und zwar lese ich hier in im letzten Absatz, um in die Katakomben zu gelangen, sollte ich mich an Talamon vorbeischleichen, vielleicht habe ich Glück, sieht ganz so aus, als ob er kurzsichtig wäre. Ja, ist damit jetzt das Kloster gemeint, gucken wir noch mal. Das scheint wohl so zu sein, wenn ich erstmal gucken, ob da unten der Talamon, das war da doch. Das war der doch. Der war doch irgendwo rechts. Also wenn ich jetzt hier hingehe und, nee, Moment. Stopp. Irgendwo war das doch. Links konnte ich hin, rechts konnte ich nicht durch. Ist das der Talamon? Ja, das ist Talamon. Also, herzlichen Dank für diesen schönen Kommentar. Der scheint also kurzsichtig zu sein. Wie ist denn das zu verstehen? Das heißt also, muss man großen Bogen machen. Gucken, ob das funktioniert. Der sieht mich doch. Irgendwas läuft hier oben. Jagd und Beute, Blutfliegen, okay. Also nichts, was soll ich denn hier finden? Okay, weil ich brauche nämlich noch Aquamarin. Ich habe nur noch 5 und ich meine, hier im Kloster gibt es einen Händler, der auch mit... Aha, das war noch ein bisschen Erfahrung. Ein Händler, der auch mit... Lampe? Wieso Lampe? Oh, ich höre Ratten. So Lampe. Oh. Hey, hey. Das Kloster und die Wunderlampe. Oh, mal. Okay. Ah, hat es wahrscheinlich einen Schalter? Nee. Was ist denn jetzt los?
Jetzt unsichtbare Ratten. Ah, nee, da. Okay. Oh. Da ist nicht zu holen. Was habe ich denn jetzt hier aktiviert? Oh, nee. Ja, im Kloster ist alles... Ach, die kommen da durch, die Schweine. Moment mal, das Ding stand doch ganz anders rum. Da ist ja noch eine Ratte. Okay. Aber es gibt noch mehr Ratten. Mann. Was ist das jetzt? Ratten gefährlich hier. Nee, da müsste noch eine sein. Das Ding war doch offen. Ah, da kommt wieder eine. Wie viele sollen das jetzt noch werden? Oh, ich höre keine mehr. Gut, machen wir die Lampe noch mal rum. Passiert nichts. Was soll denn hier passieren? Außer, dass sich das Regal hier gedreht hat. Hm. Ach, schade. Hier gibt es nichts mehr. Hm. Okay, lesen wir uns die nächste Buchkommode mal durch. Ich kann wieder raten, ich fasse es nicht. Aha. Alles voller Ratten. Aufpassen, dass der Salomon mich nicht entdeckt. Okay. Mal hier durch. Ist hier was Wichtiges? Nein. Ja, okay, dann lassen wir mal das erstmal beiseite und werden uns wieder nach oben begeben. Und Variko. Oh, ja, irgendwo war doch eine Treppe. Genau. Es wurde durch die Säule versperrt. Habe ich ja beim letzten Mal nicht so schnell gefunden. Und zwar brauche ich nämlich einen Händler. Einen Händler. Und ich meine, irgendwo wäre ein Händler, der da heißt nicht Novize. Vino, nee, der nicht. Hier vielleicht drin, ne? Nee, glaube ich nicht. Truhe im Bettchen liegt auch keiner. So, hier, das sieht gut aus. Das sieht gut aus, das könnte ein Händler sein. Oh, verdammt! Was willst du? Du bist ein Gläubiger, hier wird nicht geflucht. Zeig mir deine Ware. So, was hat er denn? Flammenzungen hat er keine, aber Aquamarin. Da ich 5 Stück brauche noch, 1, 2, 3, 4, 5, habe ich erstmal Aquamarin gekauft. Auch ja 10 Stück und mir fehlen noch 2 Flammenzungen. So, Aquamarin, schnell gucken. Das sind 12 Rom-Aquamarin und hier haben wir jetzt der normale Aquamarin. Und Leute. Da, nee, auch nicht. Auch nicht. Ja, 10 Aquamarin. Sehr schön. Dann hätten wir das schon mal erledigt. Ich hab da mal ein. Tut mir leid. Ja, okay, er hat keine Zeit für mich. Jetzt brauche ich nur noch 2 Flammenzungen. Speichern. Dann schauen wir doch mal, ob irgendwo schon der... Ach, wie heißt er nochmal? Unser Dandolo auch schon angekommen ist. Da steht eine... Ach, schön. Ja, schön sonniger Morgen, Dandolo, nicht? Ja, Flammenzungen von den Varanen. Ich kenne keine andere Stelle, wo es Varane gäbe. Ich bin ja noch Soldat gekleidet. Komm besser mit. Komm mit. Ja, sorry, ich wollte jetzt nicht umboxen. Mal speichern. Jawohl. An dieser Stelle werde ich mal noch eben mit Dandolo zusammen zu diesen Buddlern, zu dem Lager hingehen, fetzen. Und, weiterschauen. Also ich klinge mich dann wieder ein im Let's Play. Und weiter geht's. So, und da oben sind ja ein paar Varane. Und ich bin hier den Weg lang gegangen. Da kommt man gar nicht hoch. Hier sind die Buddler, die ihre Spitzhacken noch brauchen. Das heißt, wir gehen wieder zurück.
und gehen wieder irgendwo an eine Stelle, wo ich ja schon mal war, und zwar dieses klosterähnliche Gebäude, wo ich da gar nicht hin wollte erst. Vielleicht kommen wir darum, weil ich habe hier alle möglichen Wege abgegrast. Also bis dahin. Denn in diesem dunklen, verwunschenen Märchenwald mit einigen Riesenpilzen gibt es irgendwo so einen Riesenfels. Da geht es nämlich hier hoch. Und da werden wir mal eben mit Dandolo. Ihr habt gemerkt, ich habe mich nochmal umgezogen. Sige ist Sige. Ja, und da geht es dann hier hoch. Und wenn wir dann da an dieser lustigen Burg sind oder Ruine, dann springe ich wieder dorthin. Also, da ist sie. Sieht aus wie eine Burg für mich. Oder wie ein Kloster. So, und da geht es da hinten, glaube ich, nicht mehr weiter. Genau, da ist Schulz. Und darüber geht's auch nicht. Das heißt, hier gibt es noch so eine kleine Brücke. Gehen wir da mal rüber. Und warten auf die Dinge, die da noch kommen werden. Vielleicht gibt es auch noch ein paar Feuerwehrhähnchen. Auf die bin ich ja schon gespannt. Oh, da ist was. Ja, okay, Graslandskäbis. Und tschüss. Wunderbar, weg. So, jetzt sind sie sozusagen auf einer anderen Seite. Ach, hier geht's auch noch einen Weg hoch. Herr Dandolo. Guck, guck. So, ich musste das Problem natürlich mit Speichern und Neuladen wieder beheben. Oh, das kann vorkommen. Wenn der Dandolo mal wieder in so einer starren Position verharrt. Also, der dürfte noch auf Offensiv sein. So, aufpassen, dass er auch uns folgt. Nee, folgt er nicht. Du bist Soldat. Kleide dich entsprechend. Ja, ich weiß. Aber komm erstmal mit hier und bleib nicht irgendwo hängen. Bisschen schwierig. Du musst mal Babyschritte mit Dandolo tun, machen. Oh, was haben wir denn hier? Weidenbeeren. Okay, hier gibt es ein bisschen was zu holen, so wie ich das sehe. Dunkelpilz, Weidenbeeren. Oh, was ist denn das hier? Toll aus. Leute, guckt euch das an. Das Zähne, Rippen, Hauer. Das sind ja hier schöne Bauwerke hier. Gut. Gruselig. Was? Was war denn das eben für ein Sound? Ah, von hier aus kann man auch die Pyramide sehen. Dann wissen wir ungefähr, wo wir sind. Geht's da nicht irgendwie rüber? Ach so, wahrscheinlich muss ich durch diesen Felsen da durch. Erstmal gucken, was wir hier so haben. Bestimmt noch schöne Nesseln. Oh, und ich höre was. Ich höre Warane. Aber hier nicht. Die sind bestimmt irgendwo unten. Ah, da sind sie. Ja, hahaha, toll. Hinspringen tue ich da nicht. Das heißt also, wir müssen irgendwie da rüberkommen zu diesem Kloster, zu dieser Ruine. Ach, da geht's rum. Mhm. Und würde mich nicht wundern, wenn uns da irgendwas Gewaltiges empfangen würde. Du bist auch auf der Brücke? Ja, schön. Irgendwas Gewaltiges wird uns empfangen. Noch sehe ich. Doch, da hat sich was gerade gespawnt. Das sieht nach einem Steingolem aus. Oh. Ja, ist das einer? Ja, das ist einer. Oh, schon wieder Bio. So ein Misty. Jetzt habe ich keine Steingolem-Rüstung an oder Golem-Rüstung. Naja, mal gucken. Ob ich mal speichern soll. Lolo, jetzt schmeiß die doch noch nicht runter. Ich brauche ein Steingolem-Herz. Na gut. Das ist aber ein sehr langer, schmaler Boxring hier. Nicht auf Dandolo. Ich möchte auf den Herrn Steingolem einsteigen. Naja, ich habe natürlich den falschen.
Waffe. Aufpassen, dass ich hier nicht. Oh, jetzt ist er noch. Oh, Leute. Okay. Das war das. Leider, leider kann ich meine Golem-Rüstung nicht mehr anziehen, weil die nicht im Speicher stand oder von Arkan war. Und auch habe ich keinen Zertrümmerer mehr. Aber dennoch kann ich ja mit dem Kugelblitz, den ich schon mal hier vordefiniert habe, den Steingolem ganz erheblich schädigen. So, jetzt werde ich erstmal an ihm vorbeispringen. Andolo wird sich beschäftigen und dann werde ich den Kugelblitz ziehen. Und den Steingolem erstmal erheblich schädigen. Ja, hat doch geklappt, hoffe ich doch. Und dann habe ich hier in meinem Inventar für Pfeil und Bogen habe ich Schmetterpfeil eingeladen. Und wenn es keine unvorhergesehenen Geschichten gibt, ach, dieser Dings nervt. Boah, hat er ihn weggeschmettert. Habt ihr das gesehen? Los! Wo ist denn jetzt mein Dings? Okay, nützt auch nichts. Ach, Dandolo. Weil meine Schmetterpfeile ausgegangen sind. Okay, ein Golemherz haben wir. Hast du noch genug Saft? Du hast noch genug Saft. Speichern. Ja, okay. Gucken wir mal, kommen wir überhaupt hier rein? Nö. Nur so eine Fratze, die uns anfratzelt. Sodele, ja, okay. Blauflieder. Dann gehen wir also jetzt mal rechts runter. So, du bleibst bitte in der Spur, Dandolo. Und dann gucken wir mal, wo es hier weitergeht. Oh Gott, hier gibt es eine Höhle. Die behalten wir uns mal im Kopf, würde ich sagen. Ich habe fast... Ui, 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 Snappage. Achso, Leute. Snapper. Welch Geklepper mit dem Snapper. Oh, da hinten ist noch einer. Den macht natürlich dann Dolo auch wieder platt. Jetzt gucken wir uns das mal hier an. Speichern noch mal eine Runde. Schauen wir mal, wo wir hier weiterkommen. Wo wir hier weiterkommen. Hier rechts. Ich glaube ja nicht. Hier wird es bestimmt irgendwo... Doch, es geht hier irgendwie runter. Oder auch nicht. Große Frage. Ist noch da? Du bist noch da, herrlich. Oh! Das sind giftige, was? Wipper. Oh, oh ja, jetzt habe ich natürlich verpasst. Du mach den mal aus der Ferne weg. Giftige Ripper. Interessant. Jetzt wissen wir auch, dass die Giftdrüsen haben, die Ripper. Und was? Kermolerad. Was haben wir hier am Ende? Snapperkraut. Okay. Da ist es. Hier geht's rechts rum. Was ist das? Oh nee. Okay, da gehen wir noch nicht hin. Wir wollen zu den Ogern hin. Zum Steinkreis. Ich bin der Meinung, dass wir hier auf der richtigen Seite sind. Also hier verbirgt sich noch jede Menge, was es zu untersuchen gibt, Leute. Das kriege ich alles hier in dieser Folge nicht unter. Dafür gibt es mehrere Folgen in Zukunft. Aber ich mache noch nicht Schluss. Wir gehen jetzt mal in die andere Richtung rein. Und zwar hier. Dandolo läuft noch mit, das ist gut. Geil, Omar. Komm mal eben diese... Giftige, große Giftfliege mal rum. Hier, so, jetzt haben wir hier noch ein paar Schnäpper. Ah, da ist er ja wieder. Ah, ich will doch auch mal was tun. Er hat eine gute Bewaffnung, der Dandolo. So muss das sein. So, okay. Warum das die ganze Zeit mal so neblig wird, das liegt daran, dass ich nämlich... Ich zeige euch das mal eben kurz auf 11. Ich habe da nämlich Enable Normal Maps... Atmospheric Scattering. Ich habe das mal in einer Folge, habe ich das schon mal deaktiviert. Fand ich am besten. Aber das so nebenbei. Okay, jetzt geht es hier auch wieder runter.
Oh, war ja. Hoffentlich werden wir fündig. Ach, Mann. Lolo ist noch da. Mein Gott, ist das eine lange Wegstrecke hier. Und ich laufe im Kreis, weil ich denke, es gäbe hier irgendwo. Jetzt gibt es wieder eine Höhle. Okay, lassen wir die erstmal auch außer Acht. Was gibt's denn hier zu sehen? Nix. Okay, jetzt geht's hier wieder hoch. Mein Gott, was ist denn das hier für eine Korkenzieherlandschaft? Lolo noch da? Ja. Oh, Manometer. So kann man sich natürlich auch irgendwie total verirren, wenn es immer nur im Kreise und hoch, runter, rechts und links geht. Ich glaube... ich wollte es gerade sagen. Ich glaube, ich muss mal speichern. Und hier sind ein paar Oger oder Ogerfrauen. Ich weiß nicht, gibt es männliche und weibliche? Dann Lolo, bleib doch nicht... Oh. Nicht den Baum küssen. Ich weiß, hier gibt's kaum Frauen. Dann Lolo, komm doch mal mit. Soll ich mich gleich mit dem Baum treiben? Wie kannst du dich auslassen an den Ogern, die es hier noch gibt? Schon wieder so ein Mistvieh. Genau, richtig. Oh, war ja. Mal gucken, schafft er das? Und schaffe ich das? Das ist die große Frage. Nee, schaffe ich zum Beispiel nicht. So, jetzt habe ich mal Giftpfeil als Munition gewählt. Vielleicht bringt das mal was. Aber erstmal den Herrn. Schon wieder so ein Mist. Ja, genau, richtig. So. Okay, jetzt kommt der nächste. Dann werden wir den Ogre mitnappeln. Nicht den Dandolo. Komm hin! Was rutscht denn da runter? Hey, hier geblieben! Ein Ogermorgenstern. Okay, zwei Stück haben wir schon mal genatzt an der Stelle. Dann werden wir auch wieder speichern. Und wir haben bestimmt noch mehr Oger zu finden. Nicht zu holen. Naja, die haben ja sowieso nichts. Okay, Ogermorgenstern. Das war wohl hier die Vorhut. Hier ist was wie Steinkreis. Hier sowas wie ein Steinkreis. Muss man sicheren Abstand walten lassen. Und schauen wir mal. Okay, ein Oger, zwei Oger. Oger, drei Oger. Welcher ist denn jetzt näher, welcher Oger? Große Frage, nächste Frage. Ich möchte nicht, dass mein Freund hier kaputt geht. Ah, schon der. Wieder so ein Mistvieh. Los! Oh, eine Stufe gestiegen. Oh, Mann. Oh, da versuchen wir das mal ein bisschen anders. Ich werde nämlich mich als Löwe verwandeln. Oh, Dandolo lässt mich in Ruhe. Gucken wir mal. Wann kommt der erste Oger? Schon wieder so ein Mistvieh. Ah, ich weiß nicht, ob das funzt. Jawohl, das hat funktioniert. So schnell speichern. Kann ich speichern? Kann ich speichern, wenn ich im Verwandlungsmodus bin? Das ist auch ganz neu. Oh, 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 oh. Boah, cool. Ich kann den Dandolo hier irgendwie... Okay, du bist noch gut drauf. Okay, die nächsten an Locken. Da ist einer. Jawoll. Löwe der schnellen Pranke, aber irgendwie... Dandolo schafft den. Jawohl! Oh, klasse! Oh, da super ist nicht klasse! Cool. Jetzt haben wir also erstmal die Oger hier am Steinkreis erledigt.
wir uns ganz schnell was trinken, damit wir schnell wieder schön zu Kräften kommen. Haben wir hier Muschelfleisch? Na gut, okay. Ach ja, und speichern. Ach ja, das haben wir dann auch schon mal geschafft. Schon wieder und so ein Mistvieh. Oh shit. Oh, ich will jetzt keinen Löwenspruch mehr. Oh, er hat Glück. Sich Teleport, Oger Steinkreis. Spitzhacke. Aha, sind das die Spitzhacken, die noch fehlen für die Leute? Noch eine Spitzhacke. Kronstöckel, auch gut. Aha. Ja, hier sind die Spitzhacken. Hier liegen sie alle rum. Sollen ja 9 Stück sein. Na, bleib nicht stehen hier. Heißt also, wir müssen den Steinkreis ein bisschen untersuchen. Also 6 hatte ich schon. Jetzt dürfte ich auch, glaube ich, 9 insgesamt haben. Aber es kann ja sein, dass noch irgendwelche Spitzhacken, wie zum Beispiel hier noch eine rumliegt. Oh, Gobobian, sehr schön. So, hier kann man schön Slalom laufen. Schade, dass es regnet. Da sieht man nicht so gut, wo die Spitzhacken noch sind. Nee, ich glaube, das sind alle. Und ich glaube, dass... Ah, hier ist auch noch eine. Gucken wir mal eben schnell ins Inventar, ob wir Spitzhacken haben. Und wenn ja, wie viele? 11 Stück sollte reichen. Ich bedanke mich für euer Zusehen. In der nächsten Folge werden wir dann halt eben noch ein bisschen gucken. Und dann die Buddler mit ein paar Spitzhacken beglücken. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Gebt mir einen Daumen, schreibt einen Kommentar. Und ich sage Tschüss.